zu Level 36. Victor, wir kommen. Okay, das sieht nach Robby-Ebene aus. Okay, keine normale Tür, sondern eine Geheimwand mal wieder. Yep, Robbys. Oh, er fliegt da ganz langsam an uns vorbei. Okay, Robby-Ebene. Ich kann sagen, dass ich kein großer Freund von Robbys bin. Aber man kann sie ja durch diese Scheiben erschießen, das ist schon mal gut. Das gefällt mir. Nur die Lautlosigkeit dieser Roboter ist natürlich unangenehm. Du! Vor allen Dingen, wenn sie so nah vor einem auftauchen. Das ist immer ein Problem. Oh, wir haben sogar Hans Gruber hier. Das relativiert das Ganze ein bisschen. Wenn ich nicht nur Robbys hier habe, als Gegner. Viele Toilettengegner. Nicht, aber viele Toiletten. Ganze Horde an. Ich habe zu viel aktiviert. Die Uzi reicht ja auch aus, um den fertig zu werden. Au, 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 au. Also ich locke hier eine ganze Menge an. Und wir sind gelb, das heißt, wir könnten im Grunde genommen das Level schon verlassen. Interessanterweise. Ging aber schnell. 34 Roboter erschossen und einen Hans Gruber. Er war der Administrator dieser Roboter. Komm, noch mehr an. Ich verliere ein bisschen Lebensenergie hierdurch. Aber das ist okay, weil ich hoffe, dass es hier Lebensenergie für mich geben wird. Security. Das wird wohl die, ich hoffe, letzte Security-Ebene sein. Ich mag diese Texturen nicht. Das sieht alles so kahl aus. Ich mag es lieber, wenn da ein bisschen mehr, wenn es ein bisschen gelebter aussieht. Das hier sieht ja nicht gelebt aus. Das sieht einfach nur kalt aus. Hey, Hans Gruber. Sicherheitskameras. Kein Terrorist auf den Toiletten. Na gut, bei den ganzen Robotern, die hier rumschwirren, würde ich auch nicht auf Toilette gehen wollen. Außerdem sind die Toiletten alle offen. Das heißt, wenn sich hier jemand draufsetzt und der Nächste will auf Toilette, muss er an dem vorbeilaufen und sieht dann zufällig, oh, da sitzt ja schon einer. Das ist ein bisschen unangenehm. Okay, wir müssen aus dem unteren Bereich raus, leider. Zumindest sind das weite, offene Bereiche. Sehr leicht zu durchschauen eigentlich. Das ist gut für mich. Amerikanische Flaggen. Hans Gruber. Er hat in die falsche Richtung geguckt. Genau das brauche ich. Neben Lebensenergie natürlich. Nehmen wir uns Hans Gruber's Galil. Computerraum, Sicherheitskameras. Victor beobachtet uns. Könnte man daraus schließen? Lies das mal. Du! Wo kam der denn her? Also entweder kam er
muss ja... Ja, okay. Stand einfach nur da und hat sich dann ein bisschen zur Seite bewegt. Ich dachte, wo kommt der denn her auf einmal? Aber er kam direkt von hinten. Ich habe mich wieder mal in die falsche Seite gedreht. Zur falschen Seite. Okay, der erste Ring. Ich habe ein bisschen Blut gehabt tatsächlich. So ganz klein bisschen. So zwei Pixel nur. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Nur so ein ganz kleines bisschen Blut. Hier war ich schon drin. Okay, klären wir erstmal die rechte Seite. Das sieht nicht besonders schwer aus, das Level, so alles in allem. Weil die meisten Gegner einem schon zu Anfang entgegenfliegen. Wo der Geheimfahrstuhl. Wir müssen wieder einen Geheimfahrstuhl nutzen. Nee, doch nicht. Es ist zumindest kein Schalter da. Aber dass wir die Grafik mal wieder sehen. Hm. Na gut. Machen wir den. Machen wir die linke Seite. Keiner hier. Einer hier. Oh, zwei hier. Okay, Victor, sag deinen Satz. You lose, you lose. Au. So. Und wieder mehr Munition. Aber ich habe schon volle Munition für meine beiden Schusswaffen. Das kann ich auch mir aufsparen. Sicherheitsraum mit Lebensenergie galore. Ist hier jemand eingesperrt worden? Ich kann es nicht öffnen. Nee. Im Grunde das Layout kommt mir sehr bekannt vor. Ich glaube, das hatten wir schon mal in einem anderen Level. Wir haben 468 Lebenspunkte, leider nicht 486, wie mein 486er. Das hätte ich als cool empfunden. Hier ist die Tür. Da ist eine Tür. Gehen wir jetzt mal hier rein. Jo! Hans Gruber himself sagt guten Tag. Verteilt Flammenwerfer und 9mm Munition an alle, die es haben wollen. Die amerikanische Flaggen, das sieht alles nach Copy-Paste aus, was es bei symmetrischen Strukturen natürlich dann ist. Noch mehr Lebensenergie. Okay. In den Zellen ist wieder keiner drin. Keine Gefangenen. Die Terroristen machen keine Gefangenen. Oh, hier gibt es eine Flakweste. Sehr gut. Jetzt habe ich nur 432 volle Lebensenergie. Tja. Wir sind aber noch nicht grün. Hm. Computerüberwachungsstation. Welche? Oder? Ja, hier war ich auch noch nicht. Und nochmal ein Raum voller Lebensenergie und Flakwesten. Déjà-vus ohne Ende.
Na gut. Sind noch nicht grün. Wo ist der Ausgang? Muss ich dann wieder zu meinem Startpunkt zurück? Oder wo ist der Level-Ausgang hier? Zellenraum. Aber hier war ich schon. Na gut, schnappe ich mir die Lebensenergie. Freude, schöner Götter, Funken, Tochter aus Elysium. Ist ja keiner mehr. Ist doch keiner mehr. Was soll das? 60 Gegner erledigt. Das klingt ja wie eine schöne runde Zahl. Habe ich hier einen Roboter übersehen? Nee, kann ja eigentlich nicht. Die sieht man ja sofort. Ich habe das Gefühl, als würde ich irgendwas vergessen oder übersehen, aber ich wüsste nicht was. Ich könnte mich nicht entsinnen. Bei. Ja gut, ich könnte hier nochmal reingehen. Aber das ist doch auch nur... Ah doch, hier ist ja noch ein Raum, den ich... Ja, und hier ist der letzte, alles klar. Okay, hat sich erledigt. weil das nämlich ein Versorgungsraum ist und ich dachte, da ist vielleicht nur wieder Munition drin und kein Gegner. Aber da war der letzte drin. Okay, die Ebene ist gesichert und ich schätze mal, ich muss den Weg nehmen, den ich gekommen bin. Die Sicherheitsebene, gut. Ah, hier ist die... Treppe und die verlassen wir dann gleich für Level 37. Oder zu Level 37. Bis gleich, dann geht's weiter mit Operation Body Count.